Oh, und herzlich willkommen. Heute ist der zweite Tag im leblose Spieße 50% Event. Gucken wir mal, was der Gespensterschatz heute zu bieten hat. Die Tagesherausforderung, Edelsteine, Gebäudewappenmeister und die Forschungsbeschleunigung. Dazu die Schriftrollen des Gelehrten. Dafür gibt es die Narrengespenster und die können wir dann wieder in dem leblose Späße-Shop verpulvern. Kommen wir zur Forschung. Ich habe gerade schon ein paar Ressourcen aus der Farm geholt. Jetzt geht es daran, die zu verpulvern. Legen wir also Forschungsausrüstung an. Talentpunkte. Die mit Forschung bauen und Gruppenausbildung switchen. Buch der Wissenschaft gönnen wir uns. Dann haben wir im leblose Späße-Shop ganz, ganz unten die Forschungsbeschleunigung. Hält ein paar Tage, kann man machen. Zudem haben wir ja noch hier Entwicklung, jede Bau- und Entwicklungsaufgabe, die du innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten anfängst, wird um knapp 20% reduziert. Angeschmissen und schon kann es losgehen. Da pulvern wir erstmal die des Gelehrten. Da haben wir hier die erstklassige Forschung. Dafür werden die benötigt. Gehen wir mal auf Map auf die Königslegion. Ah, sorry, bin ein bisschen im Stress. Die Zeit tickt, nicht mehr so viel Zeit, um das alles heute zu beenden. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe rausgesucht. Kavalleriemeister. Beschleunigen. Dann haben wir noch Kavalleriewaffenverbesserung. Beschleunigen. Dann haben wir bei der Königslegion den Juggernaut 1. Dann haben wir Krankenhauskapazität 1. Und dann haben wir noch den Fernkampfangriff 2. Gucken wir mal, ob das alles so gestimmt hat. Dü-dü-dü-dü. Einfordern, einfordern, einfordern. So, haben jetzt also 29 Schriftrollen des Gelehrten zu viel verpulvert, lässt sich irgendwann nicht mehr vermeiden. Die Auswahl der Aufgaben wird nun mal mit jedem Mal etwas knapper und teurer. So, kümmern wir uns um die restliche Forschung. Da haben wir Kampf. Düdüdüdüd. Gestern hatten wir die Akademie noch ein bisschen gepusht. Jetzt können wir hier Truppenangriff plus 36%. Das klingt auch gut. Das nehmen wir mit. Gleiches für die Truppenverteidigung. Dann die Truppengesundheit. Dann haben wir hier noch die Marschkapazität. Ist jetzt nicht die Welt, aber man hat man. Ist noch Kavallerie. Auch nochmal 36% mehr. Und die Infanterie. Zack.
gönnen wir uns ein kleines Schmankerl. Ich habe eigentlich gehofft, dass mittlerweile schon wieder die blauen Edelsteine irgendwie in der Forschung vorkommen. Wenn man die verwendet, dass man entsprechend was abgreifen kann. Dem war jetzt seit, ich glaube, schon 2 Monaten nicht. Also gönnen wir uns die mal so. Und jetzt gucken wir nochmal, dass wir die Dampfobliten ein bisschen pushen hier zum Angriff. Das reicht dann schon, dass wir dann im unteren Baum aktiv werden können. Forsch, Forsch, Forsch. So, noch Verteidigung. Vielleicht sollten wir mal eben auf Waldo gucken, wie weit wir denn schon sind. Und den Taschenrechner raus. Ist also noch ein bisschen. Hier wollen wir hin. 180.000 Beschleuniger Minuten minus die 105 geteilt durch 60 sind wir bei 1234 Beschleunigern. Machen wir Tage draus, sind wir bei 51 Tagen, die uns jetzt noch verbleiben. Jetzt 2,5 minus 2,5. Haben wir uns mal ein paar Beschleuniger für die Vampirgeschichte, also machen wir jetzt doch nur. Bis hier, zu den 110.000. Ich habe noch ein englischsprachiges Video, da bin ich bis zu den 180ern gegangen. Das sind 7 Stunden. Ah, können wir uns mal hier noch den Angriff. Stunden und 5 Minuten. Katscheng. Kommen wir zu den nächsten Sachen, die Edelsteine, dafür die Ausrüstung wieder ändern. Dann können wir hier mal gucken, was hier so geht. Die Edelsteinalchemie habe ich soweit schon leer gekratzt. Jetzt können wir noch in der Edelsteinwerkstatt die Edelsteine polieren. Zack, was haben wir hier noch in der Fundgrube? Wir haben hier noch die 9 Edelsteine. Zack, zack, zack. Ja, beim Waffen, wenn man da alle Elixiere auf einmal nimmt, verschmelzen die ja und man kriegt ein bisschen weniger raus. Hier bei den Edelsteinen gibt es keine Meldung, also hoffe ich mal, dass das alles so Paletti ist. So, jetzt können wir mal gucken. Die 9 Edelsteine kann ich noch nicht herstellen. Würde sich auch nicht lohnen, weil ich dann hier meine schönen Buffs kaputt machen würde, sobald ich einen Edelstein davon upgrade. Beziehungsweise zu den 9 wechseln. Gucken wir mal, hier die 4er, da geht noch was. Schaden durch Armee plus 7 nimmt man doch gerne noch mit. 1,
ist nur noch der eine. Da fehlen uns jetzt die Sonnenherzen für. Brauchen wir 20,79 Millionen. Minus 6,71 Millionen sind es 10,8 Millionen, die wir da noch brauchen. Lebiose Spensters. Sehen wir 4,5, sind das also aufgerundet 4 Gete, die wir brauchen. Jetzt bei 884 Gespenstern, die wir noch haben. Minus die Pakete, 756 Edelsteine waren bestätigen. Und jetzt hier den schönen Schaden der Armee nochmal mitgenommen. So. Jetzt fehlen uns noch. Der nächste Step sollte leicht zu erreichen sein. Gucken wir mal den übernächsten uns an. 4,25 Milliarden brauchen wir. Wir haben Milliarden und ein paar zerquetschte Tasche. Fehlen also noch 1,8. Okay, schade. Das wird zu knapp. Dann 2,6, wenn man überhaupt 2 abweichen kann. Was geht denn hier noch? Könnte ich noch 1 upgraden? Könnte ich 3 upgraden? Das sieht doch gut aus. 3 Stück. Und 2 noch zum Upgraden. Gucken wir uns die Punkte an. Die 2 Milliarden 800er. Gehen uns noch was in die 100.000. 1 Milliarde. So. 7 und der bringt 1,3, da verschwenden wir also am wenigsten. Also verbessern wir das gute Stück noch. Greifen die Belohnung nochmal ab. Gucken uns die Punkte an. 870 hat sich also gelohnt, die Sonnenherzen da zu kaufen. Gucken wir uns jetzt nochmal die Gebäudewappen an. Da habe ich hier schon die Zwillingsfechter. Die anderen sind noch die Wildnisgeschichten. 40 habe ich da erst. Wir also hier mal ein bisschen. Materialien sind noch ein paar da. Grapsch, 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 grapsch. So, zum nächsten Step. Zwölf Milliarden bräuchten wir dafür. Wir haben 9,6 Milliarden, sind also noch 2,37 Milliarden, die wir da benötigen. Hier kommen wir deutlich drüber. Nehmen wir mal einen anderen Rechner zur Hand und gucken uns da die Punkte an, die wir zum nächsten Schritt darauf noch brauchen. Das sind 19,5 Milliarden. Ich gebe mal gerne alles ein, nicht dass nachher am Ende noch
ein kleiner Rest übrig bleibt, den man mit dem Upgrade nicht abdeckt. Und dann steht man doof da, hat unnötig Materialien verpulvert. So. Wären jetzt 5, 4, 3, 3, 2, 5. Und bleiben noch 4,3. Könnte ich die beiden noch upgraden? Mal gucken. 31, 19, das wird ein bisschen teuer. Da müsste ich jetzt schon nachgucken, kaufen. Morgen kommt die Schießbude. Deswegen halte ich mich da noch etwas zurück. Dann gehen wir also nur auf die 2,37. Da haben wir hier noch diese Geschichten. Gut aus. Bestätigen und dann nehmen wir hier noch einen günstigeren mit. Bestätigen und haben zumindest die nächste 10 Mark schon mal erreicht. Sind ein bisschen drüber, lässt sich nicht vermeiden. Die 35 haben wir noch abgegriffen, ohne großartig zu investieren. Wie gesagt, morgen die Schießbude, Donnerstag Truppentraining. Das sollte also alles locker hinhauen. Jo, das war's auch schon erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, der Ton ist mittlerweile ein bisschen angenehmer. Wenn jetzt irgendwie die Lautstärke noch ein bisschen gering ist oder irgendwas anderes, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann sehe ich noch zu, dass ich da irgendwas verbessert bzw. optimiert bekomme. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.